Wie Sie sehen, ist unser vierteljährlicher Gewinn um 1,5% gestiegen. Das könnte ein sehr fettes Jahr werden. Und du eine fette Frau. Unser Augenmerk liegt aber darauf, dass Wachstum mindestens... Blödes, langweiliges Meeting. Ich will nicht hier sein. Ich wäre lieber zu Hause, um Elektro-Garagentor-Auftritte zu üben. Das können wir natürlich nur den Kunden zur Verfügung stellen, die auch eine gewisse Menge... Was war das? Das fühlt sich nicht gut an. Der Keksteig streitet sich mit dem Taco, das ich auf dem Parkplatz gefunden habe. Ich muss das zurückhalten, bis das Meeting vorbei ist. Und nun 23 Schweigeminuten für die 23 Arbeiter, die dieses Jahr in den Tanks ertrunken sind. Oh Gott, das tut weh. Es tut weh. Natürlich tut es weh, Griffin. Es sind alles gute Männer gewesen. Ich kann's nicht zurückhalten. Das müssen Sie doch nicht, Griffin. Lassen Sie es raus. Deswegen sind wir doch hier. Dafür, dass es 23 Schweigeminuten sein sollten, findet hier recht viel Konversation statt. Hey, Peter, du musst was Lustiges in Judys Geburtstagskarte schreiben. Okay. Aber liest du erst, was Hank geschrieben hat? Ganz toll. Okay. Ich hab mal versucht, ein Labello in deiner Handtasche zu finden. Ist das eine echte Knarre da drin? Happy Birthday. Okay, hier, bitte. Das hat Hank geschrieben. Hey, Peter, meine Tochter ist bei den Pfadfindern und... Wir sammeln für Janets Schwangerschaft. Willst du ins Softball-Team? Süßes oder saures für uns? Oh, Hank geht in Ruhestand. Wir sammeln... Weihnachtsfeier? Firmenausflug? Weihnachtsflug? Mit Fahrzeintrag? Ach, wurde auch Zeit. Jetzt kann ich endlich auf... Oh-oh! Reunited and it feels so good. Doing someone that you used to do. That's what this song's about. You could find someone else, but this seems a little easier 'cause you already have their number. Yeah.